Ja, erstmal nochmal vielen Dank auch an Paul Klimpel, dass ich heute hier sprechen darf, dass ich ein bisschen sozusagen aus der juristischen Perspektive Ihnen näher bringen kann, wo wir da momentan stehen, wo es sich vielleicht lohnt, auch ein bisschen zu streiten für die gute Sache. Mein Job ist es, und besser hätte der Titel heute auch nicht sein können, Zugang zu gestalten. Also wir haben vor ein paar Jahren für die TU Darmstadt erstritten, dass dort digitale Leseplätze in Bibliotheken eingerichtet werden dürfen, bis hoch zum EuGH und wieder runter zum BGH. Das ist mein Job, das ist das, wofür ich brenne, und ja, vielleicht darf ich Ihnen mit einem vielleicht nicht ganz so trockenen, auch wenn ich Jurist bin, Vortrag hier so ein kleines Schlaglicht geben. Die vier Punkte, die ich sozusagen abhandeln möchte, sehen Sie hier vor Ihnen. Es geht um Vielfalt im Netz, dass man mal ein bisschen genauer hinschaut. Ein Rechtsrahmen, der sich extrem im Fluss befindet hier im Urheberrecht momentan. Dann, und da auch danke an eine aktuelle Mandantin von mir, darf ich ein bisschen was zu dem Streit, den wir momentan vor dem BGH haben, zwischen der DDB und der VG Bild Kunst sagen. Ja, und dann gucken wir ganz am Schluss nochmal, ob wir ein Fazit hinbekommen, gemeinsam Urheberrecht und gesellschaftlicher Zugang. Ja. Zunächst einfach mal, wenn man ins Netz schaut, sieht man doch, Kultur, Urheberrecht wird in sehr unterschiedlichen Arten und Weisen dargeboten. Der Zugang ist also nicht ein einheitlicher, sondern wir haben viele verschiedene Zugänge. Zum Beispiel, ich habe das große Glück, in Frankfurt in der Nähe von sehr, sehr vielen schönen Museen zu sein, und meine Nachbarin sitzt mir gegenüber, das Jüdische Museum. Hier habe ich mal ein Beispiel genommen aus dem Städel-Museum, die wirklich hervorragende digitale Rundgänge durch ihre Sammlungen anbieten. Also wer es nicht schafft, nach Frankfurt zu gehen, das ist wirklich ein Asset, da kann man mal reinschauen. Das ist eine wunderbare Möglichkeit, Kultur digital wahrzunehmen. Daneben, und das ist das, was ich gleich auch nochmal ansprechen werde, gibt es die Deutsche Digitale Bibliothek, die einen ganz anderen Ansatz hat. Das ist eine Bibliothek. Dort sollen eben Metadaten zu kulturellen Werken sind vorfindbar. Man weiß dann auch, wenn man da reingeht, wo finde ich denn das Original? Und man sieht eben auch Digitalisate, nämlich die Visualisierung in einer kleinen Lightbox, dass man sieht, was ist denn das Werk, was ich mir vielleicht dann vor Ort in der einen oder anderen Sammlung mal ansehen möchte. Ganz was anderes, aber auch in aller Munde Netflix. Auch dort sind kulturschaffende, urheberrechtsschaffende Menschen am Werk, und man kann dort gegen Geld eben das sich ansehen, was man möchte, wenn man eben nicht bei ARD und ZDF oder wem auch immer glücklich wird. Also eine ganz andere Art der Vermarktung, der Darbringung des Zugangs zu digitalen Werken. YouTube, wer nutzt es nicht, ein kostenloser Service, und man kann wunderbare Musik, ich mag, wie man sieht, Ed Sheeran ganz gerne, sich anhören, for free, in Anführungszeichen erst einmal. Im Übrigen haben wir dann aber auch die klassischen Medien, die natürlich begleitend zu ihrem Fernsehprogramm, zu ihrem Hörfunkprogramm eben auch Digitalangebote mittlerweile haben, aber auf Zeit begrenzt. In der Mediathek kann man nach der Ausstrahlung über den Sender für einen gewissen Zeitraum diese Dinge eben ansehen, und wenn man es eben nicht geschafft hat, um 20.15 Uhr oder bei Aspekte dann eben um 23 Uhr vor dem Fernseher zu sein, dann kann man sich das noch eine Weile ansehen. Zeitlich begrenzter Zugang for free. Also erste Quintessenz, die ich bei Ihnen so ein bisschen hervorwecken möchte, genau hinsehen. Zugänge muss eigentlich das Wort sein. Es gibt Zugänge zu digitaler Kultur, zu urheberrechtlichen Werken, die ganz, ganz unterschiedlich sind, und da spielt, wie Herr Arnold auch es natürlich anklingen lassen hat, auch der finanzielle Rahmen eine gewisse Rolle. Es ist nicht immer der Nutzer, der dafür bezahlt, es sind auch andere gegebenenfalls, die eben dafür sorgen, dass man hier einen Zugang oder verschiedene Arten von Zugängen eben bekommt oder eben nicht. Darauf aufsetzend, wo stehen wir denn momentan im Urheberrecht? Was ist das? Wir haben eben gehört, naja, manche Dinge mögen in den USA gehen und in Deutschland nicht, oder umgekehrt, oder in Frankreich. Ich kann Sie übrigens beruhigen, ich glaube, Ihr Werk, das geht in den USA unter dem Fair Use, das geht auch in Deutschland unter dem 24, also da würde ich kein Geld für Anwälte ausgeben, um das gerichtlich klären zu lassen, und wenn, kommen Sie zu mir.
Ja, so mache ich mir mein eigenes Geschäftsmodell kaputt. Naja, letztendlich, wo stehen wir? Viele von Ihnen haben wahrscheinlich gehört, diesen Begriff des digitalen Binnenmarktes oder Digital Single Markets. Das ist etwas, was 2015 geboren wurde von der Kommission in einem knappen 20-seitigen Dokument, wo gesagt wird, naja, wir haben eigentlich in Europa das Ziel, einen Binnenmarkt zu gestalten, in dem nationale Grenzen verwischen. Das ist etwas, was seit Jahr und Tag in den Gründungsverträgen der EU drinsteht oder damals der EG. Und jetzt haben sie festgestellt, das ist etwas, das haben wir im Internet noch nicht erreicht. Und deswegen 2015 eben dieser Ansatz, wir wollen einen digitalen Binnenmarkt kreieren. Da macht man aber nicht nur ein Gesetz. So einfach ist es nicht. Der digitale Binnenmarkt ist, wie auch der Binnenmarkt selber im analogen Bereich, etwas viel Komplexeres. Da braucht es eine Vielzahl von Initiativen in allen Bereichen, um dann am Ende des Tages etwas zu haben, was wir im ökonomischen Duktus eigentlich verknüpfen mit einem Land. Der Markt in Deutschland, der Markt in Frankreich. Das wollen wir jetzt über 28, bald 27 Länder ausdehnen. Das heißt, da bedarf es Richtlinien, da bedarf es Verordnungen und Mitteilungen in ganz, ganz unterschiedlichen Bereichen. Und genau das ist, was wir seit 2015 sukzessive erleben. Dieser digitale Binnenmarkt hat drei Säulen und in diesen drei Säulen finden sich dann eben 16 Maßnahmenpakete. Das, was ich jetzt hier rot eingefärbt habe, ist sozusagen der Teil dessen, was das Urheberrecht in irgendeiner Weise betrifft. Und wir sehen, das ist gar nicht mal wenig. Das ist wirklich ein Kernelement dieses digitalen Binnenmarktes, der da entstehen soll, der im Werden begriffen ist, hat mit Urheberrecht zu tun. Ist ja auch logisch, weil im Internet ist sehr, sehr vieles eben urheberrechtlich geschützt. Und wenn ich einen digitalen Binnenmarkt und einen Zugang gestalten möchte über digitale Medien zu Kunst, zu Kultur, zu urheberrechtlich geschützten Werken, auch zu einem Zeitpunkt, wo sie eben noch nicht gemeinfrei sind, naja, dann muss ich das Urheberrecht anpacken. Was aber wichtig ist zu verstehen, auch bei allen Harmonisierungsbestrebungen, die in Europa hinsichtlich des Urheberrechts schon seit Jahr und Tag Gegenstand der Diskussion sind, Urheberrecht ist immer noch Domestic Domain. Wir haben und werden auch nicht bekommen eine Urheberrechtsverordnung, die unmittelbar anwendbar ist in allen Mitgliedstaaten von Griechenland bis Irland. Das wird es nicht geben. Wir reden immer noch von Richtlinien. Richtlinien harmonisieren, sie überlassen aber die Umsetzung, die Implementierung der rechtlichen Vorgaben aus Brüssel und aus Straßburg dem nationalen Gesetzgeber. Das heißt, hier in Berlin muss sich dann eben der Bundestag damit beschäftigen und der Bundesrat die Umsetzung dessen, was aus von dem Level der EU kommt, eben in das nationale, meistens in das Urheberrechtsgesetz, aber zum Teil auch ins Verlagsgesetz, in andere Kodifikationen eben hineinzuschreiben. Ja, speziell, was hat man gemacht? Man hat die Leute erstmal gefragt, man hat einen Aktionsplan aufgestellt und hat festgestellt, ja, wir brauchen besseren Zugang. Die Gesellschaft braucht besseren Zugang zu Kunst, zu urheberrechtlich geschützten Werken. Was schon mal klasse ist, als ein Ansatz für eine neue Regulierung, für eine Gesetzgebung. Ja, wir wollen Zugang haben. Aber man muss auch eben gucken, und das ist der dritte Punkt, man muss auch ein ausgewogenes Netz schaffen. Man muss also auch die Rechte der Urheber nicht völlig unter den Teppich kehren. Es muss in der Balance sein, Zugang und eben die Rechte der Urheber. Und da hat man auch erkannt, man muss bestimmte Bereiche fördern. Es ist eben in der Bildung ein anderes Umgehen mit Werken als in der kommerziellen Welt. Bei der kulturellen Archivierung etc. Das ist etwas, was man fördern kann, spezifisch fördern kann, weshalb auch in dem neuen Entwurf der Richtlinie genau für diese Bereiche Ausnahmetatbestände für urheberrechtliche Nutzung ohne eine Lizenz drinstehen. Das ist also etwas, was man erkannt hat. Man kann nicht sozusagen one fits all spielen, sondern man muss bereichsspezifisch gucken, was macht Sinn.
das führt dazu, dass man insbesondere diese Verordnungen und Richtlinien eben entwickelt hat, zum Teil schon verabschiedet hat, zum Teil aber auch noch sehr, sehr heftig diskutiert. Die Portabilitätsverordnung war so der erste Bonbon am Anfang. Was heißt das? Wenn ich irgendwo einen Dienst abonniert habe, es kommt meistens jetzt nicht ganz kulturell hochstehend, nämlich geht um die Premier League oder die Fußball-Bundesliga und ich möchte das auf meinem Smartphone gucken. Das konnte ich bis dato nur in Deutschland, weil ich für Deutschland sozusagen die Subskription habe. Jetzt habe ich die Möglichkeit, auch im Urlaub etc. das Ganze zu betrachten auf meinem Endgerät, weil es gibt eine Fiktion jetzt, dass man, wenn man auf nicht dauerhafte Art und Weise, sondern nur temporär im Ausland, im europäischen Ausland ist, eben die Möglichkeit haben muss, den Zugang zu diesem Dienst, den man abonniert hat, zu bekommen. Man munkelt, dass gerade das am Anfang der Umsetzung stand, weil sehr viele Politiker, die immer in Brüssel sind, natürlich da ihren heimatlichen Fußballverein sehen wollen. Logisch. Und deswegen eben ihre Subskription für Deutschland oder für Frankreich oder sonst was eben mitnehmen wollen nach Brüssel. Aber es hat natürlich einen weitaus größeren Anwendungsbereich. Die Urheberrechtsrichtlinie, zu der komme ich gleich mal, die ist jetzt endlich im Trilogverfahren, sprich in der Abstimmung des finalen Textes zwischen Kommission, Parlament und Rat angekommen. Nachdem es doch sehr, sehr lange gerade im Parlament auch sehr unterschiedliche Positionen gab, wie es um einzelne Artikel, die da drin stehen, bestellt sein soll. Aber seit 2. Oktober haben wir das. Das heißt, auch vor dem Ende des Terms der Kommission werden wir hier sicherlich eine Richtlinie jetzt sehen. Das war zwischenzeitlich gar nicht so sicher. Auch eine wichtige Sache, gerade für den Fernsehbereich, die Zweitverwertung von Online-Übertragungen, Weiterleitung, das will ich heute, weil das ein bisschen das Thema zu weit spannen würde, außen vor lassen. Gleiches gilt auch für die Umsetzung des Marrakesch-Vertrages. Da geht es um den Internetzugang für Sehbehinderte etc. Aber da sind wir auf einem guten Weg. Wenn wir uns jetzt mal diese Urheberrechtsrichtlinie anschauen, auch da darf man nicht denken, dass das jetzt sozusagen eine Lösung für alles gibt. Nein, es ist wiederum ein ganzes Toolset, was da drin steht. Wie ich eben schon sagte, Ausnahmebestimmungen für bestimmte Bereiche, die eben ohne eine Lizenz die Werke verwenden dürfen. Presseverleger und auch die Veranstalter von Sportveranstaltungen sollen neue Leistungsschutzrechte bekommen. Es soll auf der kollektiven Rechtewahrnehmung Möglichkeiten geben. Wir haben dann auch eine Haftung für Plattformbetreiber, bestimmte Plattformbetreiber. Auch da muss man genau hinschauen, wer dann am Ende des Tages davon erfasst sein wird. Anknüpfend an das, was ich am Anfang sagte, nicht jede Plattform ist gleich, nicht jedes Angebot, jeder Zugang ist gleich. Also ein wahres Maßnahmenpaket und was ich als Urheberrechtler phänomenal finde, egal wie man sich jetzt da positioniert, wegen dieser Richtlinie sind Menschen, und zwar nicht nur zwei oder drei, sondern auch in vierstelliger Zahl in großen Städten auf die Straße gegangen, haben demonstriert. Das Urheberrecht befasst die Menschen, fasst sie an. Und das ist etwas, was dazu führt, dass man auch mit Ideen, mit Streit um die Lösungen eben nicht an der Gesellschaft vorbeiredet, sondern sie mitnimmt. Ganz, ganz wichtig und wie gesagt, ich habe das in meiner bisherigen Karriere noch nicht gehabt, dass Leute wegen Urheberrecht demonstrieren gegangen sind. Das ist gut. Und das ist etwas, was wir uns auch erhalten müssen. Und letztendlich, bevor ich jetzt zu dem konkreten Streit komme, den wir gerade führen, während der ganzen Gesetzgebungstätigkeit, die wir in den letzten Jahren gesehen haben, hat natürlich auch der EuGH in Luxemburg nicht die Füße hochgelegt, sondern hat auch sehr, sehr wichtige Entscheidungen, Svensson, GS Media, also den Juristen, die hier im Raum sind und die zu Urheberrecht beraten, geht bei allen diesen Entscheidungen entweder ein Grinsen im Gesicht auf oder sie kriegen Tränen, weil da sind wirklich Entscheidungen gefallen, die die Rechtslandschaft bewegen. Da tut sich was. Und teilweise können wir eben da auch, indem wir Streite auch führen, sinnvolle Streite führen, ein bisschen unser Schärflein dazu beitragen. Das macht Spaß und das führt dann dazu, dass man auch vielleicht das Ganze in die richtige Richtung schieben kann. Ja, das bringt mich jetzt zu unserem Streit der Deutschen Digitalen Bibliothek gegen die VG Bild Kunst. Was ist passiert?
Die beiden, und es ist ein Streit um die Sache, also wir reden miteinander, der Kollege, der die Gegenseite vertritt, ist ein guter Freund von mir, der Christian Zichowski hier aus Berlin. Es geht um die Sache und da wird aber auch hart gerungen. Die DDB möchte einen Lizenzvertrag mit der VG Bild Kunst für die Teile, die in der DDB eben unter dem Rechtemanagement der Verwertungsgesellschaft sind, eben auch zeigen zu können und zwar in einer rechtlich legalen Art und Weise. Soweit gut. Aber zweiter Punkt, wir möchten natürlich auch die Rechtssicherheit für die zuliefernden Institutionen, die Kultureinrichtungen haben, weil was ist eine Bibliothek, die übergreifend sozusagen einen Zugang bieten möchte, ohne diejenigen, die mit ihr zusammenarbeiten und ihr zuliefern. Aber diese Zusammenarbeit setzt natürlich voraus, dass der rechtliche Rahmen, die Rechtssicherheit nicht nur besteht auf der oberen Ebene der DDB, sondern kaskadenweise runtergeht auch für die zuliefernden Institutionen. Das heißt, in dem Vertrag haben wir genau das eben auch reingeschrieben. So, jetzt gibt es aber auch noch Dritte, die natürlich das, was wir da machen, ganz nett finden und die Digitalisate vielleicht per Link, per Frame in ihre eigene Website einbinden möchten. Denn alles das, was erstmal auf einer Website steht, kann man verlinken. Das Verlinken ist ein Grundprinzip des Internets und fing das sozusagen früher mal damit an, dass man diesen blau unterstrichenen Text hatte und dort eben verlinkt hat, guck mal, da kannst du diesen Inhalt finden. Geht das heute natürlich technisch aufwendiger bzw. schöner, indem ich diesen Link gar nicht erst nehme, sondern ich nehme das Bild, nehme den Link sozusagen hinter den Kulissen und bette das Ganze in meine Website ein. Dann sieht der Betrachter am Ende des Tages vielleicht gar nicht, dass dieses Bild, was bei einer Zeitschrift oder wo auch immer oder eben auch bei einem Unternehmen eingebunden ist, eigentlich gar nicht auf dem Server des Unternehmens oder dieses Verlages liegt, sondern es liegt woanders, ist aber per Frame eingebunden. Und das ist etwas, da komme ich gleich zu, was erlaubt sein sollte, aber, und hier habe ich mich mal ein bisschen mit einem Gitternetz probiert, die VG Bild Kunst hat gesagt, stopp, das wollen wir nicht. Du musst technische Maßnahmen implementieren, also Geld in die Hand nehmen und technisch dafür sorgen, dass Dritte, das, was wir dir lizenzieren, nicht per Frame in der eigenen Website einbinden. Und da haben wir gesagt, Moment mal, woher nimmst du diese Berechtigung, das von uns zu fordern? Du bist eine Verwertungsgesellschaft. Du hast nach 34 des einschlägigen Verwertungsgesellschaftsgesetzes die Verpflichtung, uns Lizenzen einzuräumen zu verhältnismäßigen Konditionen. Und wir meinen, dass die Gerichte gesagt haben, Framing ist das gleiche wie das ganz normale Verlinken und ist keine urheberrechtsrelevante Nutzungshandlung. Dementsprechend ist der Streitpunkt eben, darf die VG Bildkunst das fordern, ja oder nein? Dort wird gesagt, dadurch, dass das eingebunden werden kann, ohne dass man es erkennt, ist es eigentlich das Gleiche wie Copy and Post, muss also gleich behandelt werden. Man sagt, die Verfügungsbefugnis des Urhebers muss gewahrt werden, deswegen musst du da diesen Schutz einbauen. Weitere Sache, das Recht technisch limitierend sozusagen einen Lizenzvertrag auszugestalten, ist anerkannt und wer sozusagen nichts dagegen tun kann, dass seine Inhalte geframed werden, der ist irgendwo dann auch entreichert, im urheberrechtlichen Sinne spricht man von Erschöpfung und technische Schutzmaßnahmen sind sogar im Urheberrechtsgesetz als zulässige Maßnahmen geregelt. Wir haben gesagt, ihr argumentiert an der Sache vorbei. Ihr sprecht von Schutz gegen Nutzung. Wenn man aber dazu kommt, und da haben wir natürlich dann verschiedene BGH, aber auch EuGH-Entscheidungen zitiert, dass das Framen keine Nutzungshandlung ist, dann könnt ihr auch nicht sozusagen diese technischen oder die gesetzlichen Regelungen zum technischen Schutz vor Nutzungshandlungen, die nicht autorisiert sind, ins Feld führen. Das passt einfach nicht. Wir haben dann gesagt,
die Information, die im Netz da ist, wenn die nicht mehr verlinkt werden darf, dann ist das Internet sozusagen eines Grundelements beraubt. Und wir wollen ja, dass Leute diese Informationen, die wir haben, auch nach außen hin tragen. Wir wollen verlinkt werden. Und wenn man das Verlinken heutzutage nicht auf die antiquierte blaue Unterstreichung sozusagen hat, dann, nur ein bisschen darf ich noch. Und dann ist der Fortschritt, den wir ja eigentlich haben wollen, die Zugänge für kulturelles Gut hinzubekommen, ja, nehmt ihr uns das Mittel der Wahl, nämlich die Verlinkung, aus der Hand. So kann es nicht sein. Und letztendlich ist es auch keine Erschöpfung, weil in dem Moment, wo das Original aus dem Netz rausgenommen wird, dann ist der Link auch tot. Also das Argument, ich habe keine Kontrolle mehr, das stimmt nicht. Ich kann entscheiden, wenn ich mein eigenes Werk auf dem Server, wo es liegt, wegnehme, dann ist damit auch jede Verlinkung führt zu einer Blackbox und ist nicht mehr das, was derjenige, der die Verlinkung vorgenommen hat, erreichen wollte. Von daher, ich habe die Kontrolle. So, was ist passiert? Wir haben am 25. Juli letzten Jahres eine Entscheidung des Landgerichts Berlin sozusagen gehabt. Ich betreibe ungern und seltenst Richterschelte, aber das war eine Frechheit, weil die haben sich inhaltlich gar nicht damit beschäftigt, haben nur gesagt, die beiden Parteien, die wollen ja eigentlich ein Rechtsgutachten haben, wir machen ein Prozessurteil, das ist unzulässig. Naja, letztendlich, das Kammergericht hat es dann doch sich angeguckt, hat gesagt, das Landgericht hat sich da völlig vertan, das ist etwas, was Gerichte zu entscheiden haben, und hat 100% zu unseren Gunsten entschieden. Mehr oder minder genau die Argumentation, die ich gerade zu unseren Gunsten vorgetragen habe, steht im Urteil. Klasse. So, aber letztendlich, wir haben noch zwei weitere Instanzen, also eigentlich eine plus die Möglichkeit der Vorabentscheidung. Der Bundesgerichtshof hat die Revision jetzt auf dem Tisch liegen. Ich habe gerade diese Woche, letzte Woche vom Kollegen Winter die Revisionsbegründung gelesen. Liest sich wunderbar, steht aber nur falsches Zeug drin. Natürlich, nein, also das geht da weiter. Der Streit wird jetzt sozusagen in Karlsruhe ausgetragen, und was wir sehen werden, ist, ob die Karlsruher Richter sagen, ja, das können wir entscheiden, die Rechtslandschaft ist so gesichert, dass sie das machen können, oder den Europäischen Gerichtshof nochmal anrufen, dann gehen wir halt nach Luxemburg und streiten es da aus. Letztendlich ist es aber ein Streit, und das ist sozusagen meine letzte Slide, die zeigt, dass es sich lohnt, wenn man eine bestimmte Vorstellung hat, wie es denn sein soll, und der Rahmen, der rechtliche Rahmen, gerade wie jetzt im Urheberrecht so im Fluss ist, dass man eben die Dinge, die entscheidend sind, Zugang gestalten, aber gleichzeitig effektiven Schutz für die Urheber nicht anzutasten, Rechtfertigungsmöglichkeiten zu etablieren und gleichzeitig eine angemessene Vergütung für den Urheber sicherzustellen. Wenn man da in der Mitte irgendwo das Ziel findet und das gestalten kann, Zugang so zu gestalten, das macht dem Anwalt Spaß, das macht Sinn für diejenigen, die beteiligt sind, Kläger wie Beklagte, und am Ende steht eine Rechtssicherheit, von der wir alle profitieren. Vielen Dank.